So ist es richtig. Und du lehnst dich jetzt nicht in die Kurve, um das Auge in die Nüster zu sehen. Das war jetzt so, sehe ich doch. Ne? Gerade lassen den Oberkörper, das Handgelenk innen eindrehen, fleißig halten. Schön zur Hand. Immer durch den stehenden Zügel hindurchschieben, dass er anfängt, positiven Druck aufzubauen. Handwechsel. Leichte Stellung behaltend. So. Gut. Langsam umstellen. Ne? Lass ihn lieber lange außen gestellt. So. Weiter. Weiter. So ist es richtig. Kopf nach links. Nicht nach vorne fallen. Ja, so. Und du schiebst ihn am Gesäß zur Hand. In die Innenstellung hinein. Ganz leichte Schulter vorreiten. Ganz leicht die Hinterhand unter den Körper kippen. So, dranbleiben außen. Gut. So, und wieder innen stellen. Innen, so, durchs Genick, rund den Hals, Schlangenlinie mit vier Bögen. Na, genau da begibst du ihm Halt. Warten mit der Stellung. So. So, und jetzt kommst du genauso nach links ran. Bei Erreichen des Hufschlages aussitzen, Volte links. Biegung verlangen, übers innere Bein, in die Stellung innen hineinarbeiten. Weiter, der rechte Zügel begrenzt, leicht traben, Schlangenlinie weiter reiten. Gut. So, ne, dass er schön an beide Handgelenke heranläuft. Bei Erreichen des Hufschlages genauso wieder. Aussitzen, wieder Volte rechts. Und wieder das Genick nach innen. So, Takt halten. Reite die Volte gleich größer nochmal, genau so. Ne, reite sie 12, 13 Meter groß, dass er wirklich auch Chance hat, sich zu balancieren. Nimm das Genick nach innen, fang ihn außen ab, stell nach rechts. Gut. Gut. Nächste lange Seite, große doppelte Schlangenlinie. Ja, dass du ruhig 5 Meter weggehst von der Wand. Halte den rechten Zügel an der Lippe, wenn du nach links kippst. So, jetzt bleibt die linke Hand dran. Dreh den Oberkörper mit nach rechts. Wade ran. Weiter schieben. So. Genau so weiter. Gut. Ja, und stellen. Und langsam umstellen nach links. Rechte Hand tief, leicht traben, Zirkellinie. Vor dir halten das Genick. Hinreiten zur Hand. Stellung nach links. Mehr Bein. Über die innere Wade zur Hand. Gut. Guck mal, gut so. So, und wieder aussitzen. Und dann im Aussitzen durch die halbe Bahn wechseln. Ganasche bleibt innen. Nicht hochdrücken lassen. Ne? Lass ihn schön in die Stellung kippen. So, in die stellende Hand hinein. Nicht die linke Hand tiefer drücken. Denk an den korrekten dressurmäßigen Grundsitz. Lehn dich so ein bisschen hinten an. Nicht gut. Gut, nicht vor die Bewegung kippen mit dem Oberkörper. So, und so galoppierst du in die stellende Hand mal an. Gut, und in dem Moment, wo es gut war, geht die hintere Hand dann wieder vor. Richtig. Und Arbeitsgalopp, ne? Dass er sich auf der rechten Hand nicht zu dolle zurücknimmt. Haben wir ja gestern schon besprochen. Ne? So. Schön zur Hand repetieren lassen. Und wenn er dann schön vor dem Bein galoppiert mit einer ruhigen Oberlinie, nimmst du ihm wieder 3, 4 Galoppsprünge auf. Stellung geben. Genau so ist es richtig. Und dann, wenn er da loslässt, öffnest du wieder, dass er nicht eng wird, sondern die Nase vorschiebt. Na? So, so ist es richtig. Gut gemacht. Ja, und dann geht die innere Hand wieder öffnen vor, dass er an die äußere Hand auch heranspringen kann. Richtig gemacht. Übergang zum Trab, Volte rechts. Immer an diesem Grundgehorsam durch diese Übergänge arbeiten. Na, dass du jetzt in die Stellung hineinarbeitest. Ja, in die Volte hinein, weil das ist ja ein Balanceproblem, dass er da in der Parade den Kopf hochnimmt. Kann er sich einfach noch nicht durchbalancieren. Und dann geh in die Volte, gib ihm Halt in der Stellung, reite ihn nochmal. Lässt er nicht wirklich los in dem stellenden Genick da. Noch mehr stellen. Gut. So, und jetzt genau dasselbe nach links. Einstellen, große Volte links. Gut, gut. Das nimmt er super an auf der linken Hand. Sehr schön. Vor dir halten, Impuls nach vorne. Ganasche nach innen, angaloppieren. Sehr gut. So, jawohl. Na, das ist ideal vom Hals so, ne? Nicht höher. Lass ihn ruhig mal in der Arbeitsphase so rund im Hals. Und jetzt müsst ihr natürlich nur die Nasenstirne so 5 bis 10 Zentimeter langsam vor. Nicht wegschleudern. Er muss den Druck mitnehmen. Du musst den ja, dass er da nicht auseinanderkippt, sondern du musst den Hals ganz langsam vorschieben können. Innenstellung, Innenstellung. So lässt er dran. Innenstellung, ja, ja. So, ruhige Hände. Innenstellung, gut. Sehr gut. Na, das ist jetzt hervorragend so in der Anlehnung. Ne? Läuft er toll durch den Körper durch, hat eine gute Gebrauchsfederhaltung gehabt. So, rechts stellen. Gut. So. Innen kippen das Genick. Ja.
Sehr gut. Guck mal, super gemacht. Klopfen. Gut. Du darfst nicht nervig werden. Ja?